Die kleine Lerka hatte schon als neugeborenes Baby ein trauriges Schicksal erlitten. Sie wuchs bei ihrer Oma auf, denn ihre Mutter war bei ihrer Geburt gestorben. Ihren Vater hatte das Mädchen überhaupt nie kennengelernt. Nach dem Tod von Lerkas Mutter waren sich alle Familienangehörigen darüber einig gewesen, dass die Oma das Mädchen zu sich nehmen sollte. Die alte Frau konnte gut mit Kindern umgehen und war glücklich, ihr Enkelkind bei sich zu haben. Sie sorgte hingebungsvoll für Lerka, die ihrerseits die Großmutter über alles liebte. Die Oma, Anna Petrovna, machte sich allerdings große Sorgen, dass sie nicht sehr lange für ihre Enkelin da sein könnte. Sie war schon älter, ihre Kräfte hatten nachgelassen und zudem war sie krank, was es ihr erschwerte, das lebhafte Kind gut zu versorgen. Zu Lerka sagte sie, es werde vielleicht gar nicht mehr so lange dauern, bis sie sterben werde. Sie meinte, sie müsse sich überlegen, wer sich dann um das Mädchen kümmern könne. Lerka mochte solche Gespräche nicht. Sie wollte nichts davon hören, dass ihre Oma sie verlassen würde. Denn sie brauchte sie doch. Lerkas Oma war die einzige Familienangehörige, die immer für sie da war und bei der sie sich wohlfühlte. Anna Petrovna war für Lerka wie eine Mutter. Betrübt ging Lerka nach dieser Unterhaltung, die sie sehr verängstigte, in den Hof hinaus. Sie dachte, es darf einfach nicht passieren, dass meine Oma mich verlässt. Ich brauche sie doch so sehr. Warum müssen Menschen denn nur sterben? So etwas darf doch nicht sein. Zumindest meine liebe Oma muss doch der Tod wohl verschonen. Sie fühlte sich mit ihren 5 Jahren verzweifelt und allein, wusste aber, dass sie stark und zuversichtlich sein sollte. Manche Dinge waren schrecklich, aber man konnte nicht immer alles so ändern, wie man es gerne haben wollte. Das hatte ihr die Oma bereits beigebracht. Sie hatte gesagt, der Tod verschone niemanden. Er gehöre zum Leben genauso wie die Geburt. Alles habe einen Anfang und ein Ende. Das wusste Lerka. Doch trotzdem hatte sie Angst davor, ihre Oma zu verlieren. Sie versuchte, tapfer und zuversichtlich zu sein, konnte gleichwohl nicht verhindern, dass Tränen über ihre Wangen rannen, als sie, an die Hausmauer gelehnt, in einer Ecke des Hofes saß. Die Großmutter hatte zu Lerka gesagt, dass sie nach ihrem Tod das Haus auf ihre älteste Tochter Sveta überschreiben werde. Die Tante sollte dann direkt dort einziehen und sich um Lerka kümmern. Ihre Tante Sveta mochte Lerka nicht besonders. Sie schimpfte und fluchte häufig, war oft zornig. Sie hatte selbst 3 Söhne, mit denen sie alleine lebte, denn ihre Ehen waren alle gescheitert. Vermutlich war Sveta oft überfordert, machte sich auch Sorgen, wie sie die Familie über Wasser halten sollte und wurde daher schnell ungerecht und ungehalten zu den Kindern. Das verstand Lerka jedoch nicht, dazu war sie noch zu klein. Sie erlebte die Tante einfach als grob und gemein, als eine Person, mit der sie nicht gerne zusammen war. Lerka wollte sich nicht vorstellen, bei ihr leben zu müssen, wenn die Großmutter nicht mehr da wäre. Sie dachte, sie könne mit ihrer Tante nicht umgehen. Die Oma meinte jedoch, Tante Sveta sei schließlich eine nahestehende Familienangehörige und würde sich daher für Lerka einsetzen. Zwar war die Großmutter nicht wirklich zufrieden mit dem Gedanken, ihre Enkelin in der Obhut der Tante zu wissen, da sie sah, wie sehr diese mit ihren alltäglichen Anforderungen und finanziellen Nöten belastet war. Sie dachte allerdings, es bliebe ihr keine andere Wahl, als die Dinge so zu regeln. Sie war überzeugt, dass das Mädchen bei Familienmitgliedern am besten aufgehoben sei, da ihr diese sicherlich nichts Böses wollten. Außenstehende konnte Anna Petrovna nicht so gut einschätzen und traf daher diese Entscheidung. Lerka und ihre Oma hatten erst vor kurzem eine neue Nachbarin bekommen. Marina war eine junge Lehrerin, die jetzt, nach Abschluss ihres Studiums, in der Schule des Dorfes ihre ersten Berufserfahrungen sammeln wollte. Sie hatte diese ländliche Umgebung bewusst ausgewählt, da sie die Natur liebte und sich in dem kleinen Dorf, das von Wiesen und Wäldern umgeben war, deshalb sehr wohlfühlte. Die junge Frau, die in das kleine Haus auf dem Nachbargrundstück eingezogen war, hatte gesehen, wie Lerka am Vortag draußen im Hof geweint hatte. An diesem Nachmittag lud Marina das kleine Mädchen zu sich zu Tee und Marmeladensemmeln ein.
weil sie sich über diesen Vorfall Gedanken machte. »Was ist denn gestern passiert, dass du so weinen musstest?«, fragte sie Lerka, als sie mit ihr am Tisch saß, ihr einen Hagebuttentee eingeschenkt und eine halbe Semmel mit Butter und Kirschmarmelade auf den Teller gelegt hatte. Lerka vertraute sich ihrer Nachbarin an, die sie vom ersten Augenblick an mochte. Sie erzählte ihr vom Zustand der Großmutter und von deren Plan, dass ihre Tante Sveta sich um Lerka kümmern sollte, wenn sie nicht mehr am Leben sei. Marina merkte wohl, dass Lerka sich große Sorgen machte und Angst davor hatte, bei ihrer Tante leben zu müssen, die ihr unfreundlich und garstig zu sein schien. »Mach dir keine Sorgen«, sagte sie deshalb, während sie Lerka liebevoll über den Kopf streichelte. »Deine Oma ist sehr stark. Sie wird noch lange am Leben bleiben und für dich da sein können, bis du groß bist.« Das beruhigte Lerka. Marina hatte so überzeugt zu ihr gesprochen, dass sie glaubte, allem vertrauen zu können, was sie sagte. Marina lud Lerka von diesem Nachmittag an, an dem sie sich schon so gut verstanden hatten, öfters zu sich zum Tee ein. Sie mochte das Mädchen sehr gern, und auch für Lerka war es jedes Mal eine große Freude, die Nachbarin zu besuchen, die immer so nett und herzlich zu ihr war. Nicht allzu lange Zeit später trat das traurige Ereignis ein, von dem sich Lerka schon so gefürchtet hatte. Die nun schon 73-jährige Oma, die zusehends schwächer und kränker geworden war, starb. Lerka fand sie am Morgen reglos im Bett liegend. Sie sprach die Oma an, rüttelte an ihrer Schulter, rief, doch Lerkas Oma reagierte nicht mehr. Sie war in der Nacht friedlich eingeschlafen. Lerka war geschockt, weinte, so laut, dass ihre Nachbarin herüberkam und sie tröstend in den Arm nahm. Sie verständigte die Angehörigen, allen voran die Tante, die Lerka in Obhut nehmen sollte. Noch am selben Tag zog Sveta mit ihren Söhnen ins Haus ein, so wie ihre Mutter es noch zu Lebzeiten bestimmt hatte. Für Lerka brach eine harte Zeit an. Sie bekam im Haus viele Aufgaben übertragen. Täglich musste sie beim Aufräumen und Putzen helfen und die Kartoffeln schälen. Ihre Tante und die Cousins waren oft unfreundlich und fluchten. Das konnte Lerka überhaupt nicht ausstehen, zumal sie so ein Verhalten von ihrer Oma nicht gewöhnt war. Sie ging oft nach draußen in den Hof, wenn sie sich schlecht fühlte, setzte sich in die Ecke und weinte. Sie dachte daran, wie viel schöner alles war, als ihre Oma noch bei ihr war. Doch sie besuchte Marina nicht, denn dazu war sie zu traurig. Auch war sie verunsichert, hatte ihre Marina doch versichert, die Oma werde noch länger leben. Die Tante, die offenkundig bereits überlastet war, als sie allein mit ihren eigenen Kindern zusammenlebte, geriet nun in der neuen familiären Situation noch weiter an ihre Grenzen. Eines Nachts verlor sie die Nerven und wurde so wütend, dass Lerka davonlief. Sie ging zu Marina, klopfte an die Tür, doch sie war nicht zu Hause. Lerka lief in ihrer Verzweiflung in den Wald und setzte sich an ihren Lieblingsplatz, wo sie sich an einem Baumstamm lehnte und fast die ganze Nacht weinte. Am nächsten Morgen brach sie auf und ging geradewegs in die Schule, wo sie Marina treffen wollte. Sie fand sie im Lehrerzimmer und fragte sie direkt, ob sie von jetzt an ihre Mutter sein wolle. Marina war gerührt, fühlte sich im ersten Moment aber auch ein wenig hin- und hergerissen. Natürlich wollte sie dem Mädchen, das sie so sehr ins Herz geschlossen hatte, diesen Wunsch erfüllen, zumal sie wusste, dass sie sich bei ihrer Tante überhaupt nicht gut fühlte. Sie wusste nur nicht, wie ihr Verlobter Alexei, den sie bald heiraten wollte, darauf reagieren würde. Doch war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wusste sie. Sie folgte ihrem Gefühl, schloss Lerka in die Arme und drückte sie an sich. Lerka fühlte sich augenblicklich sicher und geborgen. Sie war so erleichtert. Marina beschloss, mit Lerkas Tante zu sprechen und auch ihren Verlobten einzubeziehen, denn ihr war klar, dass das Mädchen, das in frühester Kindheit schon so viel hatte ertragen müssen, nicht in diesen ungünstigen Umständen verbleiben sollte. Noch am selben Abend suchte Marina das Gespräch mit Sveta und war überrascht, wie schnell diese ihrem Vorschlag zustimmte, dass sie Lerka zu sich nehme. Sveta stellte nur die Bedingung, dass Marina offiziell die Vormundschaft für Lerka beantragt und keine Ansprüche auf das Haus stellt, in dem sie mit ihren Kindern wohnen bleiben wollte.
Alexei zeigte sich überaus kooperativ. Er war glücklich über Marinas Entscheidung, das Kind aufzunehmen, und nahm Lerka als seine Tochter an. Gleich nachdem behördlich alles geregelt war, zogen Marina und Lerka in Alexeis schönes Haus ein, in dem sie genug Platz hatten. In der neuen Familie, die sie sich selbst ausgesucht hatte, blühte Lerka richtig auf und erlebte fortan eine glückliche und unbeschwerte Kindheit. Ist es nicht erstaunlich, wie viel Kraft und Eigeninitiative Lerka aufbrachte, um ihre Situation zum Besseren zu wenden? Vielleicht hatte sie so eine große Stärke und Selbstständigkeit entwickelt, weil sie schon sehr früh lernen musste, mit schmerzlichen Erfahrungen umzugehen. Hinterlasst doch einen Kommentar, was ihr zu dieser Geschichte meint.